auch an dem Cristiano Ronaldo gesehen, an dem Jungschen. Der hat mit so viel Liebe, mit so viel Power gespielt. Also anders würde ich es auch nicht machen, wirklich. Also, dass der am Ende da geweint hat so lange, war zu Recht, weil der hat wirklich alles gegeben. Ich bin ja der einzigste Junge zu Hause. Ich habe zwei ältere und zwei jüngere Mädchengeschwister. Und halt irgendwie habe ich trotzdem an jeder freien Minute halt versucht, immer Fußball, Fußball, Fußball. Es gab sogar Zeiten, da bin ich mit dem Ball sogar einkaufen gegangen. Das ist nicht übertrieben. Ja, und so bin ich dann halt auf meinen Verein gegangen. Und durch meine Schnelligkeit und meine Schnelligkeit mit der Technik, wie ich arm soll mit dem Ball. Bei mir ist es so, dass wenn ich immer Fußball spiele, dann bin ich ein ganz freier Mensch. Ich habe irgendwie, dadurch, dass ich halt der einzigste Junge zu Hause bin, wirklich sehr viele Verantwortung. Das kann man sich so gar nicht vorstellen. Und wenn ich auf dem Fußballplatz bin, dann bin ich einfach ein freier Mensch. Und ich denke über nichts mehr nach und ich bin total in mein Ding drin. Das ist das, was eigentlich ein Mensch ein bisschen Leben am Leben, also Freude am Leben gibt. Und das ist bei mir so. Habt ihr gesagt Cristiano Ronaldo vorhin? Ja. Wieso? Weil wir Sticker sammeln und auf dem Bild sieht er genauso aus wie er. Wie wer? Wie Cristiano Ronaldo.